Nachdem wir ein einfaches Beispiel gesehen haben, wollen wir uns jetzt mit einem ganz leicht komplizierteren Beispiel beschäftigen. Allerdings ist dieses Beispiel so gewählt, dass es besonders illustrativ sein soll für die Probleme, auch die man beim maschinellen Lernen begegnet. Und statt jetzt, wie beim letzten Mal, auf Regression und lineare Modellfunktionen einzugehen, werden wir zuerst regelbasiertes Lernen einfacher Konzepte betrachten. Ausgangspunkt ist das Setting eines Klassifikationsproblems. Wir haben eine Multimenge an Feature-Vektoren, die über irgendeine Modellbildungsfunktion hergestellt wurden. Wir haben zwei Klassen, das heißt, wir kümmern uns hier um binäre Klassifikation. Diese beiden Klassen heißen Nein und Ja. Können Sie auch anders beschreiben. Im Computer kodiert man selten dann doch solche Dinge mit Strings, sondern wir können auch 0, 1 sagen. Je nachdem, wo man sich befindet, sagt man auch mal minus 1 oder 1. Oder wenn es sich anbietet, kann man auch mit anderen Symbolen arbeiten. Gemeint ist, und jetzt bezieht sich das hier auf die konkrete Problemstellung, Nein ist die Klasse, wenn ein gegebenes Beispiel nicht zum Konzept gehört. Ja ist die Klasse, wenn ein gegebenes Beispiel zum Konzept dazugehört. Und wir interessieren uns dafür, einen Klassifikator zu bauen, der für alle Beispiele, die irgendwie in diesen Feature-Vektoren enthalten sind oder die man in den Feature-Raum abbilden kann, herauszufinden, ob sie zum Konzept gehören oder nicht. Die Beispiele D sind gegeben. Da ist der menschliche Experte wieder herangetreten und hat für eine Reihe von n verschiedenen Feature-Vektoren die Klassen vorgegeben. Das ist zu erlernen. Ein einfaches Beispiel. Das Konzept, das erlernt werden soll, heißt Enjoy Surfing. Das heißt, ob wir Surfing im Meer toll finden. Und die Abhängigkeiten, die wir hier annehmen, ist, wir werden Spaß am Surfing haben, wenn ein paar dieser Variablen hier die richtigen Werte annehmen. Variablen, Features. Jede Spalte hier in der Tabelle zeigt ein Feature. Wie ist der Himmel? Sonnig, regnerisch, es gibt noch einen dritten Wert, wolkig, Temperatur, ist es warm, ist es kalt draußen, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist der Wind, nicht ganz unwichtig beim Surfen, und wie ist die Wassertemperatur oder was ist die Vorhersage für den Tag. Wir haben vier Beispiele gegeben und jemand hat uns Antworten gegeben, ob sie oder er zu diesen bestimmten Umgebungsbedingungen den Sport gerne macht oder nicht. Das Konzept heißt, wie gesagt, Enjoy Surfing und wir versuchen herauszufinden, dem Computer, wie man dem Computer herbeibringen kann, diese Vorhersage ausschließlich anhand von Beispielen zu machen, die so repräsentiert sind. Sie sehen hier, dass die Repräsentation nicht zahlenmäßig erfolgt. Wir haben jetzt nicht angefangen zu messen, wie stark die Bewölkung ist oder wie hoch die Temperatur ist, sondern wir haben eher gröbere Konzepte gewählt. Es ist warm. Es fühlt sich warm an. Oder es ist kalt. Und das ist jetzt hier ein Konstrukt, das ist die Art und Weise, wie wir die Modellbildung betrieben haben. Und innerhalb dieses Feature-Raums, der hier aufgespannt wird, nicht nur durch Beispiele, sondern wir können auch sehen, was sind die möglichen Feature-Werte, die für jede Dimension angenommen werden können. Innerhalb dieses Raums wollen wir jetzt dieses Konzept erlernen. Das ist ein kleines Beispiel, es mag noch andere, Sie mögen noch die Idee haben, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die meinen Spaß am Sport beeinflussen, aber wir bleiben erstmal hierbei.
Eine ganz einfache und vielleicht auch naive Herangehensweise, um dieses Konzept im Computer zu kodieren, ist einfach, es sogenannt extensional zu definieren. Eine extensionale Definition bedeutet, dass wir das Konzept ausdefinieren. Wir zählen alle Beispiele auf, inklusive der Klasse. Wir fragen einfach die Person, für die wir das machen sollen, und sie sagt uns zu jedem der Beispiele, was ihr Empfinden dabei wäre oder sein wird. Wir haben diese möglichen Werte für jede Dimension, und man kann sich jetzt leicht erschließen, dass alle möglichen Beispiele, die wir hier aus diesen Kombinationen von Feature-Werten bilden können, 96 sind, 3 mal 2 hoch 5. Also 3 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich praktikabel, und letztendlich, wenn wir die Beispiele alle komplett aufzählen und die Klasse dafür schon bestimmt bekommen, dann lohnt es sich gar nicht mehr zu lernen, weil es sind ja alle Beispiele in dem Feature-Raum aufgezählt. Demgegenüber könnte man natürlich sagen, das ist uns zu aufwendig, 96 und ist ein bisschen viel. Und man könnte auch versuchen, eine intentionale Definition dieses Konzeptes aufzustellen. Intentional bedeutet, dass wir notwendige und hinreichende Voraussetzungen für das Vorliegen des Konzeptes in einem Beispiel definieren. Das wird üblicherweise, das klingt so theoretisch, ne, das wird üblicherweise anhand von Beispielen auch gemacht. Menschen kommen zu solchen Definitionen, indem sie sich viele Beispiele angucken. Wortdefinitionen sind anhand vieler Beispiele abgeleitet. Und diese Definitionen sind meistens intentional. Das maschinelle Lernen soll jetzt eine Hypothese aufstellen, indem es eben nicht sämtliche Beispiele schon gesehen hat. Und auch nicht in der Lage ist, diese Art von Reasoning zu machen, zumindest nicht ganz exakt so, wie ein Mensch das machen würde, sich verschiedene Beispiele anzugucken. Aber es ist schon nah dran. Aber wir schauen uns eventuell sehr wenig Beispiele an. Hier zum Beispiel nur vier. Die Hypothese, die das Konzept Enjoy Surfing am besten erfasst, wollen wir anhand dieser Beispiele erlernen. Und das ist noch am nächsten dran an einer intentionalen Definition. Was ist jetzt genau ein Konzept? Was ist eine Hypothese? Was ist der sogenannte Hypothesenraum? Wir starten wieder bei dem Setting. Wir haben eine Menge von Objekten. Wir haben einen Feature-Raum, FedEx, der aufgespannt wird durch eine Modellbildungsfunktion, die die Objekte auf den Feature-Raum abbildet. Und wir haben eine Abbildung von einer Menge tatsächlicher Objekte, die dahin abgebildet wurden, aus der Objektmenge. Und was ein Konzept jetzt ist, unter diesen Voraussetzungen, ist eine Teilmenge von O, eine Teilmenge der Objekte. Gehen wir nochmal zurück. Für eine Teilmenge dieser Beispiele gilt, dass das Konzept erfüllt ist, für eine andere Teilmenge nicht. Und das Konzept gemäß dieser Beispiele besteht aus drei Möglichkeiten. Das Erlernen eines Konzeptes meint jetzt, dass wir die Beispiele heranziehen und unsere Modellfunktion so gestalten wollen, dass sie die Beispiele, die in X vor, die Beispiele, die in Feature-Raum X repräsentiert sind und in der Menge X vorliegen, entsprechend abbilden sollen. Und jede konkrete Funktion, die uns das liefert, also eine konkrete Funktion, die vollständig ausdefiniert ist, die man sofort berechnen könnte, wenn man nur ein Beispiel x vorliegen hat, heißt Hypothese. Hier nochmal die schematische Darstellung von vorhin oder aus dem ersten Teil der Vorlesung. Das hier ist unsere Hypothese. Es ist ein Vorschlag dafür,
wie man diese Klassifikation machen kann oder wie die Daten im Allgemeineren zu erklären sind. Wir können unterschiedliche Vorschläge machen. Es gibt nicht nur eine Modellfunktion, sondern es gibt gegebenenfalls sehr viele. Und wie viele es gibt, das hängt so ein bisschen davon ab, welche Art von Feature-Raum wir vorliegen haben und vielleicht auch welche sonstigen Annahmen wir gemacht haben. Die Menge der Modellfunktionen, die möglich sind, heißt Hypothesenraum. Und alles, was wir jetzt machen wollen, ist, den Hypothesenraum nach der besten Modellfunktion zu durchsuchen. Hier ist das auch nochmal ausführlicher beschrieben. Vielleicht noch als kleiner Hintergrund hier zum Begriff der Hypothese. Es könnte sein, dass Sie aufgrund der zahlreichen verschiedenen Notationselemente, die Sie schon zu Gesicht bekommen haben oder auch noch zu Gesicht bekommen werden, dass sich ein bisschen Verwirrung einstellt um das, was eine Hypothese ist. Eine Hypothese ist einfach nur ein Vorschlag für die Erklärung eines Phänomens. Mehr ist es nicht. Das ist die ganze nötige Erklärung. Im Kontext des maschinellen Lernens beschreiben wir eine Hypothese als Modellfunktion, die genau diese Abbildung der menschlichen Expertise machen soll, die genau dieselben Vorhersagen treffen soll wie ein Mensch oder die im Nachhinein genau dasselbe modellieren soll, wie im Vorhinein beobachtet wurde. Teil eines irgendeines Phänomens der Realität. Und wie diese Modellfunktion beschrieben wird, das hängt, muss man leider sagen, davon ab, wie man lernt. Wir können eine einfache Funktion y haben, wir können eine komplexere Funktion fett y haben, oder wenn die Funktion fest vorgegeben ist, die wir anwenden wollen. Zum Beispiel im Sinne der linearen Modellfunktion, eine lineare Funktion oder, wie wir gleich sehen werden, eine andere Art von Funktion, dann genügt es, sich die Parameter der Funktion anzuschauen, weil das der einzige Ort ist, an dem wir irgendwas ändern können. Parameter, man beschreiben jetzt hier, wie beim LMS-Algorithmus gesehen, durch ein fettes W, wie Gewichtsvektor oder, wie wir es gleich sehen werden, durch ein fettes Theta, das ist ein anderer Vektor. Sehen wir gleich. Jetzt ist es etwas, wenn man konkret werden möchte und in einem konkreten Lernsetting sich befindet, dann macht es Sinn, die konkreten Variablen zu verwenden, damit man weiß, wovon man spricht. Aber wenn man etwas allgemeiner werden möchte, dann kann man auch, wenn man den Begriff Hypothese umschreiben möchte, einfach die Variable h mal nehmen. Das ist okay. Gemeint ist, wenn wir von irgendeinem h sprechen, die Modellfunktion mit ihrer Parameterisierung. Gemeint kann auch sein, nur die Parameter unter gegebener Modellfunktion. Also diese drei Begriffe, Parameter, Modellfunktion und Hypothese, sind austauschbar. Und je nachdem, mit wem Sie sprechen, StatistikerInnen, InformatikerInnen, Philosophen, werden Sie eine andere Antwort bekommen, was dort passiert. StatistikerInnen sprechen gerne von Parametern in ihren Modellen. InformatikerInnen sprechen gerne von den Gewichtsvektoren, die sie aber letztendlich auch Parameter nennen. Andere sagen, okay, die direkte Modellfunktion. Und dieses h hier, das kleine h, soll das einfach nur als Variable kapseln. Da können wir all das reinstecken und sagen, das ist unsere Hypothese. Also lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen. Man könnte das alles schön unifizieren und nur einen Buchstaben wählen für die ganze Vorlesung, aber es würde Ihnen nicht helfen, weil Sie dann im Rest der Welt nicht klarkommen. Denn jeder sagt was anderes. Gut. Vielleicht noch der letzte Punkt hier. Eine solche Hypothese kann nicht bewiesen werden. Wenn irgendjemand eine Hypothese aufstellt, warum ein bestimmtes Phänomen aufgetreten ist, dann kann man das nicht beweisen. Man kann nur weitere Beobachtungen anstellen, um so festzustellen, ob die Hypothese tatsächlich Bestand hat. Ob die Vorhersagen, die durch die Hypothese gemacht werden, eintreten. Und insbesondere, wo sie nicht eintreten. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von induktiven Schließen. Das bedeutet, wir schauen uns Beispiele an, versuchen anhand dieser Beispiele eine Regel aufzustellen, mit der wir die Welt erklären. Und das ist die Generalisierung
die wir dann auf die Welt anwenden. Und hoffen, dass sie gut funktioniert. Passiert ständig, passiert nicht nur im Machine Learning, machen wir jeden Tag. Gut. Jetzt, wo wir klar haben, was ein Konzept oder eine Hypothese ist und was der Hypothesenraum ist, noch mal zurück. Wir haben eine Menge von Beispielen. Die Beispiele bestehen aus Beispielen, die positiv oder negativ klassifiziert wurden. Der Lerntask ist ja auch mal verlinkt, wenn Sie später mal nachschauen wollen. Und jetzt kann man anhand der Begriffe der Hypothese ein weitere Begriffe einführen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Hypothese Y haben, das eine konkrete Modellfunktion ist. So, eine Hypothese ist immer eine konkrete Modellfunktion. Dann sagen wir, dass ein Beispiel als positiv klassifiziert wird, wenn die Modellfunktion den Wert 1 vorhersagt. Man spricht, das ist Konvention, beim Wert 1 von positiv und beim Wert 0 von negativ bei einer Zweiklassensituation. Demgegenüber steht der Begriff der Konsistenz. Die Modellfunktion ist konsistent mit dem Beispiel, wenn sie die Klasse vorhersagt, wie das Beispiel tatsächlich hat. Bedenken Sie den Unterschied. Es kann sein, dass das Beispiel ein negatives Beispiel ist, also die Klasse 0 hat, aber die Modellfunktion das Beispiel trotzdem als positiv klassifiziert. Und diesen Unterschied, den muss man sich klar machen, weil der später noch im Rest der Folien eine Rolle spielen wird. Wir können verallgemeinert sagen, eine Modellfunktion sei konsistent mit einer Menge von Beispielen. Und ja, genau dann, wenn sie konsistent mit jedem einzelnen Beispiel ist. Hier dann formal ausgedrückt, für alle Beispiele aus der Beispielmenge gilt, dass Konsistenz herrscht. Schaue hier nochmal, ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe. Ja, genau. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal. In diesem Sinne, zu lernen, nochmal spezialisiert bedeutet, wir suchen eine Modellfunktion im Hypothesenraum H, hier unten, das konsistent mit der Beispielmenge ist. Die konsistent mit der Beispielmenge ist. Und das machen wir systematisch. Zumindest lohnt es sich, systematisch im Hypothesenraum nach Modellfunktionen zu suchen, weil wenn man unsystematisch sucht, dann verschwendet man wahrscheinlich Zeit. So, jetzt haben wir vom Begriff der Hypothese gehört und vom Begriff der Modellfunktion nochmal rekapituliert, nochmal in etwas tieferem Detail. Und jetzt wird es aber interessant, wie wird denn jetzt diese Modellbildung gemacht? Wir haben den Feature-Raum und wie sieht denn jetzt unsere, nicht die Modellbildung, wie wird die Modellfunktion aufgestellt? Wie wird sie definiert? Wir haben beim letzten Mal beim LMS-Algorithmus die lineare Funktion gesehen. Gewichte multipliziert mit Feature. Vektor, quantifizierten Feature-Vektorwert. So. Hier haben wir aber literale Werte. Und das heißt, wir müssen uns hier auf einer, auch da nochmal konzeptuellen Ebene bewegen und bedienen uns der Mittel der Logik. Die Modellfunktion, die wir aufstellen wollen, vergleicht Parameter Theta mit jedem einzelnen Feature-Wert einer Objektrepräsentation. Wir haben 6 Stück in unserem Lernbeispiel, haben Sie im Beispiel gesehen, kommen auch nochmal wieder. Deswegen sieht unsere Modellfunktion für dieses konkrete Beispiel so aus, dass wir im Prinzip eine Formel aufstellen, eine logische Formel, hier mit diesen und-Konnektoren, eine aussagenlogische Formel, die im Prinzip nichts anderes macht, als einen Vergleich anzustellen zwischen einem Parameterwert, der aus unserer Hypothese stammt, und einem Wert, den ein Beispiel aufweist, an der entsprechenden Stelle. Sie sehen hier jetzt eine kleine Spezialsyntax, da ist ein Punkt über dem Gleichheitszeichen. Das hat einen mathematischen Grund. Es ist nicht dasselbe Gleichheitszeichen wie hier. Die Funktion außenrum heißt Interpretationsfunktion
in der Logik und sie soll für eine gegebene aussagenlogische Formel entweder 0 für falsch oder 1 für wahr ausgeben. Das heißt, wir interpretieren die Wahrheit dieser Aussage hier. Und um dieses Zeichen hier, das Gleichheitszeichen mit dem Punkt, zu definieren, auf logische Sicht, das eine eindeutige Zuordnung zu machen zu Wahrheit oder Falschheit einer solchen Aussage, verwenden wir einfach eine Wahrheitstabelle. Und die Wahrheitstabelle sagt aus, wenn ein Theta gleich einem Punkt gleich einem x ist, dann ist das wahr, wenn die Literale übereinstimmen. Stringvergleich. Dann ist das nicht wahr, wenn die Literale nicht übereinstimmen. Und wenn wir zwei Spezialparameter verwenden, dann haben wir auch hier eine Möglichkeit, noch mal Wahrheit einzufügen in diesen Vergleich, nämlich durch das Wildcard, Fragezeichen, decken wir alle möglichen Literale ab, die möglicherweise in irgendeinem Feature-Vektor stehen können. Und hier durch das Falsum, Negationszeichen in der Logik, sorgen wir dafür, dass der Wahrheitswert der Interpretationsfunktion an dieser Stelle mal 0 ist. Hier für eine solche Klausel, hier für mehrere einfach analog erweitert gemäß der Logik, der aussagenlogischen Definition des Unzeichens. Wir bleiben bei reiner Konjunktion von solchen Aussagen. Kein Oder. Und eine Beispielhypothese, die man anhand dieser Modellfunktion aufstellen kann, kann man jetzt einfach nur anhand der Parameter Theta, der Sammlung der Parameter, hier in einem Tupel aufstellen. Wenn es sonnig ist, es warm ist, und der Wind stark weht und alles andere egal ist, dann habe ich vermutlich Spaß am Sport oder am Surfen. Können Sie auch überprüfen, wir können mal hingehen. Sonnig, warm und starker Wind. Sonnig, warm, bei beiden positiven Beispielen. Auch hier starker Wind. Und hier nochmal sonnig, warm, starker Wind. Und wichtigerweise, wenn es regnerisch oder kalt ist, widerspricht das der Hypothese. Das Beispiel wird klassifiziert als negativ. Also es passt in beide Richtungen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier leicht wieder zurückgeht. So. Okay. Das steht hier auch nochmal. So, und jetzt eine weitere Definition. Wir können jetzt, dadurch, dass wir wissen, wie unsere Hypothesen strukturiert sind, und wissen, welche Parameter auftauchen können, sowohl welche Werte im, ich komme gleich zu Ihnen, welche Werte im, in den Dimensionen auftreten können, als auch welche zusätzlichen Parameter wir erlauben, nämlich das Falsum und das Fragezeichen, zwei spezielle Hypothesen aufstellen. Mache ich kurz Pause. Die Frage. Wird schon bestimmt hinreichend und notwendig. Also, ja, wir haben jetzt gesagt, mit diesen drei Sachen, Sunny, Warm, Strong Wind irgendwie, das haben wir jetzt, wissen wir jetzt schon, dass das hinreichend oder notwendige Bedingungen sind. Das ist eine Forderung, die wir stellen. Also es sind notwendige Bedingungen, die wir jetzt stellen. Also dass, wenn wir uns dieses Beispiel angucken, dann sind das in den drei Forderungen hier konkreten Forderungen, ganz konkrete Forderungen. Und hier ist es uns egal. Ja? Also das soll dieses Fragezeichen, Wildcard, sagt man bei Regular Expressions oder an anderen Stellen, das kann alles sein. Das heißt, es genügt, wenn diese drei vorliegen. Die Wildcards nicht mehr kommen, was dann nochmal. Das Wildcard deckt alles ab. Das heißt, laut Wahrheitstabelle ist es so, dass jedwedes Literal, das an der Stelle eines Wildcards in einem Feature-Vektor steht, zu einer zur Wahrheit führt, der Interpretationsfunktion. Option dafür sagen, wenn der Wetter richtig verändert, dann könnte das doch noch. Naja, dann müssten Sie das konkret spezifizieren. Aber Sie sehen schon, Sie weisen schon auch darauf hin, wir haben eine Einschränkung. Wir lassen nur Konjunktion zu. Keine Oder-Verknüpfung. Da kommen wir später noch drauf. Das ist erstmal die Wahl unserer Modellfunktion. Wir haben diese Auswahl getroffen, gemäß des Beispiels, das ich Ihnen vortrage. Man kann andere Auswahlen treffen, aber hier ist es erstmal sehr lehrhaft.
Genau, wir können jetzt zwei spezielle Hypothesen identifizieren, die Extreme darstellen. Nämlich, wenn an jeder Stelle der Hypothese das Falsum steht oder wenn an jeder Stelle der Hypothese das Fragezeichen steht. Die sich daraus ergebenden Klassifikationen sind im ersten Fall, dass wir niemals das Surfen gut finden würden, egal unter welchen Bedingungen. Und die zweite Hypothese sagt aus, dass wir das Surfen immer gut finden, auch egal unter welchen Bedingungen. Noch eine Frage. Fragen, da wir Konjunktion verwenden, würde es dann nicht einfach ausreichen, eine Kontradiktion drin zu haben, damit man niemals das so viel bedeutet? Korrekt. Kommen wir noch drauf. Genau, also es gibt diese beiden speziellen Hypothesen und diese Hypothesen ordnen vielleicht sogar ein Stück weit darauf. Oder generell kann man sagen, wenn man sich das mal ein bisschen im Beispiel anguckt, kann man eine Ordnung in den Hypothesen finden. Rechts sehen wir hier einfach beispielhaft den Hypothesenraum H. Links die Feature-Vektoren, die wir repräsentiert haben. Und wenn Sie sich jetzt das erste Beispiel anschauen, unten links und das mit der Hypothese Y1 oder H1 vergleichen, dann sehen Sie, dass hier zum Beispiel durch H1 eine Reihe von Feature-Vektoren als positiv klassifiziert werden und alle anderen nicht. Es gibt jetzt eine weitere mögliche Hypothese, die man aufstellen kann. Dadurch werden zwei andere Beispiele als positiv klassifiziert bei H2. Es gibt eine Überschneidung. Und dann können wir, wenn wir zum Beispiel ein viertes Beispiel hinzunehmen, noch ein bisschen genereller werden. Und dafür sorgen, dass sowohl die Beispiele, die von H1 als auch die von H2 als positiv klassifiziert werden, plus noch ein paar mehr. Der Unterschied, den man jetzt hier in dem Hypothesenraum sehen kann, ist, dass es hier ich sag mal, durch diesen Pfeil hier angedeutete Relation zwischen diesen Hypothesen gibt. Und diese Relation besteht einfach nur darin, dass sich, wenn Sie hier von der generelleren Hypothese H4 auf die spezielleren Hypothesen H2 und H1 schauen, jeweils von H4 zu H2 nur ein Wert geändert hat, beziehungsweise von H4 zu H1 auch nur ein Wert, aber ein anderer. Wir sagen, diese Hypothesen H4 ist genereller als H1 und H2. Es ist eine partielle Ordnung, die sich hier aus dieser Relation ergibt, denn die Hypothesen H1 und H2 lassen sich nicht in eine solche Relation bringen. Die eine ist nicht genereller als die andere und umgekehrt. Sie haben eine Schnittmenge, aber für keine der beiden Hypothesen kann man sagen, dass sie die andere dominiert oder abdeckt. Das Ganze ist dann jetzt hier formal spezifiziert. Wir haben für die Menge x von Feature-Vektoren zwei Modellfunktionen y1 und y2, die eben auf die beiden Klassen positiv und negativ abbilden. Und wir sagen, dass y1 genereller ist als y2. Das Ganze ist hier auch dann in Zeichen dargestellt mit einem größer gleich g. Symbol, wenn für alle Beispiele aus der Feature-Vektormenge x gilt, dass wenn y 2 1 ist, also wenn y2 ein Beispiel als positiv klassifiziert, dann klassifiziert auch y1 ein Beispiel als positiv. Es ist jetzt hier anders ausgedrückt, es steht impliziert. Letztendlich ist das aber äquivalent, was ich gesagt habe. Wenn dann. Das kann man jetzt hier auch sehen, beziehungsweise ich habe es auch in der Illustration schon gesagt. Es gibt dort diese Beziehung zwischen H4 und
A2 oder Y4 und Y2. Wie gesagt, die Begriffe austauschbar, also die Variablen an dieser Stelle. Eine Modellfunktion ist eine Funktion, völlig klar, aber das H ist eine Variable, wo man alles reinstecken kann. Auch eine Modellfunktion. Was eine Hypothese sein soll. So, Entschuldigung. Es gibt jetzt noch eine weitere Einschränkung davon. Wir sagen, etwas sei strikt genereller als, wenn die Umkehrbeziehung nicht gilt. Das kommt aber gleich dann nur in Situationen vor. Und ich glaube, in diesem einfachen Feature-Raum, den wir haben, kann das auch nicht so richtig passieren. Genau. Auf diesen Folien steht dann nochmal ganz genau, was impliziert bedeutet und vor allem auch, was es nicht bedeutet. Da gehe ich jetzt nicht intensiv drauf ein. Man sollte es nur nicht mit Folgerung verwechseln, mit logischer Folgerung. Es ist eine Forderung an die Welt. Und wenn die Welt, also das heißt die Welt der Hypothesen, die wir aufgestellt haben, diese Forderung erfüllt, dann gilt die Relation, ansonsten nicht. Während bei einer Folgerung eher ein Beweis vorlege, wir aus den Axiomen schon oder aus den Annahmen schon folgern könnten, dass etwas so sein müsse für eine gegebene Hypothese. Aber das lesen Sie sich bitte nochmal ganz in Ruhe durch. Mitchell stellt jetzt die induktive Learning-Hypothese auf oder benennt die induktive Learning-Hypothese. Wie schon gesagt, wir ziehen induktive Schlüsse. Wir haben eine Menge von Beispielen und wollen daraus eine Regel ableiten. Das hat mit logisch-deduktivem Schließen nichts zu tun. Es ist ein Gegenstück dazu. Wir generalisieren, während eine Deduktion eine Spezialisierung ist. Eine Hypothese, die eine Zielfunktion, hier, also es ist unser Gamma, nicht die Modellfunktion, eine Hypothese oder eine Modellfunktion, die eine Zielfunktion, Gamma, hinreichend gut approximiert oder gut approximiert, auf Basis einer hinreichend großen Menge an Beispielen, wird auch die Zielfunktion in der realen Welt gut approximieren, insbesondere wenn wir uns Beispiele angucken, die wir vorher nicht gesehen haben. Das ist eine starke Forderung. Letztendlich ist das jetzt auch keine Spezialität des Machine Learnings. Die halbe Wissenschaft basiert darauf, die empirische Forschung, diese Annahme. Jetzt zeige ich Ihnen einen einfachen Algorithmus, der diese induktive Lernhypothese implementiert. Und Sie werden wahrscheinlich schon Parallelen zum LMS-Algorithmus feststellen, aber ich werde sie auch nochmal herauskehren. Der Algorithmus heißt FIND-S oder Find Specific Hypothesis. Eingabe ist eine Menge von Beispielen, wie definiert, mit zwei Klassen. Und Ausgabe des Algorithmus ist ein Parametervektor. Der Theta steht aus den Parametern für die Modellfunktion, die wir oben definiert haben. Und dieser Parametervektor entstammt dem Hypothesenraum H. Das ist dann ganz spezifisch unsere Hypothese, die wir in die vordefinierte Modellfunktion eingeben, um Beispiele entscheiden zu können. Wir fangen an mit der spezifischsten Hypothese, HS0, die maximal spezifische Hypothese, die nur aus Falsums besteht. Und dann gehen wir die Beispiele nacheinander durch, die uns eingegeben werden, und betrachten davon aber nur die positiven Beispiele. Wir werten für jedes positive Beispiel die Modellfunktion aus, hier nochmal wiedergegeben, also die Interpretationsfunktion des Vergleichs der Werte, die in der Hypothese Theta stehen, mit den Werten, die in der Objektrepräsentation X stehen. Und wenn die Modellfunktion einen Fehler macht, das heißt, wir schauen ja nur auf positive Beispiele, das heißt, deren Klasse gleich 1 ist, aber die Modellfunktion eine 0 herausfällt, das heißt unwahr, gemäß der Interpretationsfunktion, dann müssen wir was tun, wir müssen den Parametervektor ändern, sodass auch dieses Beispiel
in Zukunft positiv klassifiziert werden wird. Und das geschieht über eine Hilfsfunktion hier, die nicht weiter ausspezifiziert ist, die heißt Min-Generalization. Es wird einfach der Parametervektor, das heißt die Hypothese, minimal so abgeändert, sodass dieses Beispiel noch mit eingeschlossen ist. Es kann mehrere solcher minimalen Generalisierungen geben, weil wir nur eine Halbordnung auf dem Hypothesenraum haben, unter den Hypothesen, die wir modelliert haben. Und irgendwann haben wir alle positiven Beispiele durch. Der Parametervektor ist, so generell er sein muss, um alle positiven Beispiele abzudecken. Und das ist dann unsere Hypothese. Der Name erschließt sich jetzt hoffentlich an dieser Stelle schon. Wir finden die spezifisch mögliche Hypothese, die alle positiven Beispiele unseres Beispielsets auch als positiv klassifiziert. Es mag andere Hypothesen geben, die in der Praxis besser funktionieren, aber dieser Algorithmus findet genau dies. Sie sehen hier nochmal schematisch den Lernschritt. Genauso wie Sie beim LMS-Algorithmus auch schon gesehen haben. Das müssen wir vergleichen. Hier der Algorithmus, ich gehe jetzt nicht nochmal durch, aber schematisch haben wir hier den Lernschritt. Wir werten die Modellfunktion aus. Wir berechnen hier das sogenannte Residual, also die Abweichung von der Erwartung, und berechnen dann anhand der Ableitung der Verlustfunktion ein Update für den Parametervektor. Hier läuft das ganz genauso. Wir werten die Modellfunktion aus. Wir prüfen, ob die gewünschte Klasse vorhersagt, nicht die Wahrheit, die gewünschte Klasse. Und wenn das nicht der Fall ist, dann updaten wir den Parametervektor durch die am wenigsten generellere Hypothese. Wir müssen hier keinen Fehlerwert berechnen, wir sind ja diskret, 0 oder 1. Das ist anders als beim Inner Product Space, in dem sich der LMS-Algorithmus bewegt. Sie sehen hier diese Lernalgorithmen, und da können Sie jetzt auch die Links oben nochmal anklicken, falls Sie es nicht schon gemacht haben, auch beim LMS-Algorithmus oder so, die machen alles dasselbe. Also, was wir aber auch sehen, ist, dass diese Art von Lernschritt kodiert werden kann in ganz unterschiedlichen Situationen, paradigmatisch unterschiedlichen Lernsituationen, abhängig davon, in welchem Feature-Raum wir uns bewegen. Und hier klappt das jetzt für Konzepte, für einen Konzeptraum, während das beim LMS-Algorithmus für einen Vektorraum klappt. Wir können uns den Algorithmus jetzt mal beispielhaft angucken, wie er vorgeht. Oben am Bild schematisch dargestellt. Wir starten mit der speziellsten Hypothese. Wir sparen uns übrigens alle Hypothesen, die von der speziellsten jetzt hier zu H1 führen würden, wo nur eins von den Falsums oder eine Teilmenge von den Falsums ausgetauscht ist, sondern mit denen kann man nichts anfangen. Das heißt, die schmeißen wir gleich aus dem Hypothesenraum raus, weil egal an welcher Stelle ein Falsum steht in der Hypothese, durch die Unverknüpfung der einzelnen Klauseln würde die Aussage auf jeden Fall falsch werden. Das heißt, wir dürfen diese speziellste Hypothese, wir dürfen keinen Fall zum übrig lassen. Und das passiert jetzt auch genau hier nicht. Wenn wir das erste positive Beispiel zu Gesicht bekommen, oder der Algorithmus das bekommt, dann wird einfach die speziellste Hypothese durch die minimale Generalisierung ausgetauscht und dabei handelt es sich um das Beispiel selbst. Zweites positives Beispiel, wir wollen auch das mit einschließen, das wird nicht korrekt als positiv klassifiziert von der H1-Hypothese. Und die minimale Generalisierung besteht darin, dass wir hier das Normal, das ich glaube auf die Luftfeuchtigkeit bezieht, ich bin nicht ganz sicher, austauschen durch ein Fragezeichen. Denn im zweiten Beispiel ist das der einzige Unterschied zwischen den beiden Feature-Vektoren. Auf diese Weise haben wir beide Beispiele als positiv klassifiziert.
Jetzt kommt das erste negative Beispiel. Hier ändert sich nichts, denn die Hypothese speist es schon raus, schon beim ersten Wert. Rainy widerspricht schon Sunny in der Hypothese und dann brauchen wir uns das gar nicht mehr angucken. Das vierte Beispiel, das wiederum positiv ist, soll mit aufgenommen werden. Und hier sehen wir, machen wir einen, besteht die minimale Generalisierung daraus, dass wir zwei Schritte machen müssen, nicht nur einen Schritt im Hypothesenraum, in der partiellen Ordnung der Hypothesen im Hypothesenraum. Die Ordnung, die ist ja durch unsere Definition, da ist sie, ne? Die Hypothesen sind jetzt einfach da, die unterliegen dieser Ordnung gemäß der Definition. Wir müssen zwei Schritte gehen, wir müssen nämlich zwei der Feature-Werte der Hypothese durch ein Fragezeichen austauschen. Und damit haben wir erstens durch H4 alle positiven Beispiele abgedeckt. Sie werden als positiv klassifiziert und gleichzeitig das dritte Beispiel unserer Beispielmenge wird weiterhin als negativ klassifiziert. Okay. Jetzt können wir uns den Algorithmus mal etwas genauer anschauen und ein paar Fragen zu dem Algorithmus stellen. Ist das die einzige, ist das das einzige Konzept? Ich glaube, Konzept ist hier das, der falsche Ausdruck. Ich glaube, hier müsste Hypothese stehen. Ist das die einzige Hypothese, die wir auf Basis in diesem Hypothesenraum erlernen können? Und das Konzept ist ja das, was wir lernen. Nein. Also ist es die einzige Hypothese? Und nein, es gibt andere Hypothesen, die auch konsistent mit der Beispielmenge sind. Warum sollte man die spezifischste Hypothese verfolgen? Stelle ich Ihnen die Frage. Ich meine, das ist auch die leichteste am Ende, weil die drei Themen sein müssen, wenn man so eine generelle hätte. Sie haben gesagt, es wäre die korrekteste, weil wenn man eine generellere Hypothese anwenden würde, dann würde man mehr Sachen reinbekommen, von denen man nicht weiß, ob sie richtig sind oder nicht. Den letzten Teil stimme ich zu, aber ich würde nicht von Korrektheit sprechen. Ich würde von Konservatismus sprechen. Sie wollen, sie sind fixiert auf ihre Beispiele. Die sollen drin sein und der ganze Rest. Naja, wenn sie ähnlich sind, meinetwegen sonst nicht. Ich hätte nicht gesagt, dass Beispiele das ist unser Beispiel. Sie können nichts dafür, wenn Sie wenige Beispiele haben. Sie können nur das Beste daraus machen. Es ist deshalb nicht richtig, von Korrektheit zu sprechen, weil wir gar nichts darüber wissen, wie es in der realen Welt ist. Wir bewegen uns in der realen Welt, wir machen irgendwelche Vorhersagen und am Ende haben wir nur eine Wahl. Wir nehmen den Klassifikator, geben ihm demjenigen, für den wir das gebaut haben, und der muss uns dann sagen, oder die, ob das funktioniert oder nicht. Insbesondere für ungesehene Beispiele. War noch weitere Meldungen, ja? Ja, also ich wollte sagen, dass die spezifischste Hypothese auch mehr Elemente einfach einschließt, dann kann man halt bei mehr Elementen auch die richtige klassifizieren. Das ist hier tatsächlich der Fall. Ne? Sie sehen, wir haben drei Fragezeichen in der Hypothese. Und dadurch sind automatisch, wie auch hier in dem schematischen Beispiel zu sehen, irgendwelche Beispiele, die jetzt nicht in unserer Originalbeispielmenge drin waren, aber Beispiele vielleicht der realen Welt, die wir nicht als Beispiele gegeben bekommen haben, die aber abgebildet werden können natürlich in den Feature-Raum, plötzlich als positiv klassifiziert, obwohl sie in Wahrheit negativ sind. Und das wissen wir aber nicht. Woher sollen wir es wissen? Hat uns keiner gesagt. Aufgrund der Halbordnung in diesem Raum kann es mehrere maximal spezifische Hypothesen geben, ne, die sich hier dann, auch schematisch ist gedacht, auf derselben Ebene bewegen. Das ist Directed Acyclic Graph. Und wie auch schon angemerkt vorher, sobald irgendein Beispiel inkonsistent ist, das heißt für ein und dieselbe Feature-Belegung gegenteilige Auswirkungen, gegenteilige Klassen vorhersagt, dann stellen wir das nicht fest mit diesem Algorithmus. Wir finden eine Hypothese, die alle positiven Beispiele positiv klassifiziert, im Extremfall die maximal generelle Hypothese, aber wir stellen nicht fest, ob das
die Beispielmenge inkonsistent ist. Es gibt noch eine Frage. Wir starten ja im Algorithmus mit der maximalen speziellen Hypothese. Kommen wir überhaupt zu generellen Hypothesen, also den Fragezeichen? Naja, wie Sie sehen, in diesem Beispiel ja. Wir starten mit der maximalen speziellen. Wir müssen dann, um Beispiel 1 als positiv zu klassifizieren, die spezielle Hypothese sofort ersetzen durch Beispiel 1. Aber wir sind so spezifisch es geht. Nur dieses Beispiel wird als positiv klassifiziert, nach dem ersten Schritt. Sobald wir das zweite positive Beispiel gesehen haben, stellen wir fest, das klappt nicht mehr. Wir wollen ja alle vorigen auch als weiterhin als positiv klassifizieren. Deswegen tauschen wir hier das Normal durch ein Wildcard aus und so weiter. Die Konsistenzfunktion können wir da in Richtung O mitlegen, weil wir ja quasi dann eigentlich jedes Phoenix-Beispiel auswendig haben. Das wird noch ein Diskussionspunkt sein. Genau. Also Overfitting und die Frage, lernen wir hier was auswendig oder was machen wir eigentlich? Nein, wir lernen nichts auswendig an dieser Stelle, weil diese Beispiele erzeugen eine Situation, in der wir ungesehene Beispiele, die hier durch diese leeren Kreise angedeutet sein mögen, trotz allem klassifizieren. Irgendwelche Aussagen können jetzt in der realen Welt gemacht werden, die wir vorher nicht treffen konnten. Noch eine Frage. Können Sie jetzt auch so kann ich doch sehen, wenn man jetzt das Konzept enjoy ist sehr subjektiv. Ja. Das hätte man einen großen Datensatz, könnte es doch passieren, dass der erstellt hat, inkonsistent selber war. Klar. Das würde zu Problemen führen, weil wir hier irgendwann dazu kommen, dass es nicht mehr klappt. Ja. Alles richtig. Also das heißt, wenn diejenige Person, die uns den Beispieldatensatz gegeben hat, aufgrund von persönlichen subjektiven Einschätzungen und weil sie plötzlich sehr viele Beispiele gegeben hat, dann auch mal plötzlich ein und dasselbe Beispiel oder sogar leicht unterschiedliche Beispiele, aber inkonsistente Beispiele, mal positiv, mal negativ bewertet, dann ist das so und wir müssen damit umgehen. Ob der Algorithmus damit umgehen kann, das ist eine andere Frage. Wir finden die maximal spezifische Hypothese, die alle positiven Beispiele auch als positiv klassifiziert. Wir versuchen eine möglichst enge Grenze, um die positiven Beispiele zu ziehen, wenn man hier von einer Grenze reden kann. Mehr wollen wir nicht machen mit dem Algorithmus. Das haben wir da reinkodiert. Es mag andere Algorithmen geben, die schlauer sind. Wir sehen auch gleich einen. Wie würde man in dem Fall mit den nicht-binären Attributen umgehen? Also ich meine, wir haben ja jetzt hier Sunny. Für Sky hatten wir ja jetzt drei Möglichkeiten. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel noch eins finden würde, zum Beispiel mit Claudi, würde man dann da einen Bruder reinschreiben oder trotzdem reinschreiben? Ja, ich nehme es mal vorweg, Sie doktern an der Modellfunktion an der Stelle, indem Sie die Forderung aufstellen, wenn hier ein komisches, inkonsistentes Beispiel auftritt, das wir noch als einziges mit abdecken wollen, dann könnten wir ja auch zwei von diesen logischen Formeln, das sind ja einfach nur Repräsentanten für eine logische Und-Verknüpfung, ja, wie die Interpretationsfunktion angegeben, da können wir einfach hier ein Oder dranhängen und da noch eine dahinter schreiben. Kein Problem, können wir machen. Aber Sie haben die Modellfunktion geändert. Das ist nicht unsere Modellfunktion. Unsere Modellfunktion ist eine Konjunktion über die Feature-Werte, bestehend aus den 6 Dimensionen, die wir im Beispiel sehen. Nicht mehr. Das ist die vorgegebene Modellfunktion. Darauf nagel ich Sie im Augenblick fest. Wir kommen aber gleich noch dazu. Genau. Und dasselbe gilt dann auch, wenn die Hypothesenstruktur, also der Hypothesenraum selbst, nicht ganz vernünftig gewählt ist, ne, dann wird das auch bei diesem Algorithmus nicht entdeckt. Der geht einfach gemäß der Relation genereller als durch den Hypothesenraum und findet die spezifischste Hypothese, die alles einschließt. Und wenn es die maximal generelle Hypothese ist. Ja? Wenn es die maximal generelle Hypothese ist, die am Ende rauskommt, spricht das aber ja irgendwie dafür, dass entweder unsere Quellendaten oder unser Feature-Raum nicht mitgeeignet sind für das, was wir machen wollen, oder? Das ist die Lehre, die dieser Algorithmus aus den Trainingsdaten zieht. Ob das die richtige Lehre ist, ist eine andere Frage. Das hängt jetzt davon ab, ob die Trainingsdaten gut gewählt sind, ob sie repräsentativ sind. Vielleicht ist es ja auch wirklich so. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat man immer Spaß am Surfen. Kann ja sein. Also ich meine, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, da hinten noch. Wenn ich
Das ist tatsächlich auch ein Punkt hier. Tatsächlich ist das möglich. Vielleicht nicht notwendigerweise. Ich habe das jetzt nicht bis zum allerletzten durchdacht für diesen speziellen, sehr eingeschränkten Fall. Aber wie auch schon mehrfach angedeutet, wir können ja komplexere logische Formeln bilden und da können sehr viele spannende Situationen auftreten. Und das wird aber heute nicht vorgeführt und ist auch jetzt nicht notwendigerweise Gegenstand. Aber ja, es muss nicht zwangsläufig, das ist hier die, genau, das muss jetzt hier nicht die Antwort zu Punkt 3. Es kann mehrere geben. Und welche davon herauskommt, hängt dann gegebenenfalls von der Reihenfolge ab, in der wir die Beispiele sehen, oder von anderen Faktoren. Wie wir den Min-Generalization implementiert haben, in welcher Reihenfolge wir da die Konzepte durchgehen, also die Feature-Werte oder ähnliches. Ne, da gibt es eine Reihe von Design-Entscheidungen, die man treffen muss. Solange wir aber die Forderung erfüllen, dass es eine minimale Generalisierung ist, können wir mit diesem Algorithmus erstmal nichts falsch machen. Wir werden eine speziellste Hypothese finden, irgendwo in diesem Hypothesenraum, der alle positiven Weise Beispiele positiv entscheidet. Ich finde es gut, dass Sie da so inquisitiv sind, denn wir kommen ja jetzt genau zu dem Punkt, auf den Sie hinaus wollen. Geht es nicht auch besser? Und deswegen schauen wir uns mal an, wenn wir nur eine Hypothese finden und wir schon wissen, dass es mehrere geben kann, die auch konsistent mit dem Beispielset sind, dann können wir ja erstmal die Teilmenge definieren, die konsistent ist bezüglich der Beispiele. Das nennen wir hier HD. Und es ist die Teilmenge des Hypothesenraums, also die Teilmenge aller Hypothesen, die Teilmenge aller, die Teil, na, sorry, nee, hier, die Teilmenge aller möglichen Parameterbelegungen in dieser Modellfunktion, also aller Fett-Thetas, die wir uns überlegen könnten, die alle Beispiele, die konsistent mit allen Beispielen ist. Nachdem wir jetzt die vielleicht auch eher Nachteile dieses Algorithmus ganz gut gesehen haben und die Eigenschaften dieses Algorithmus, ob es Vorteile oder Nachteile sind, das steht auf dem anderen Blatt, schauen wir uns eine zweite Möglichkeit an. Dafür brauchen wir noch einen weiteren Begriff, der heißt Versionsraum oder Version Space und er definiert die Teilmenge des Hypothesenraums aller Hypothesen, die konsistent mit der Beispielmenge sind. Hier dann auch wieder formal definiert. Es ist die Menge aller Modellfunktionen, wobei die Modellfunktion aus dem Hypothesenraum stammen muss und für alle Beispiele in D gelten muss, dass sie konsistent mit der Klasse des der jeweiligen Klasse des Beispiels sind. Der Versionsraum für das Beispielset, was wir oben sehen, was oben in der Vorlesung definiert ist, sieht so aus. Wie gesagt, wir haben einen Ausschnitt aus dieser Halbordnung jetzt hier genommen. Die Hypothesen sind konkret angegeben und naja, es handelt sich um einen Ausschnitt eines Directed Acyclic Graphs, der ebenfalls einer ist dadurch und wir können die Grenzen dieses Graphen klar benennen als die Wurzeln, muss nicht nur eine sein, kann auch mehrere sein, und die Blätter unten in diesem Fall. Wir nennen diese beiden Mengen HS und HG. Alles, was dazwischen ist, ist konsistent mit der Beispielmenge und alles, was in den beiden Mengen ist, ebenso. Das heißt, dieser Teilgraph des Hypothesenraums gemäß der generelle Als-Relation ist der sogenannte Versionsraum und er umfasst sämtliche Hypothesen, die konsistent mit der Beispielmenge sind. Das ist dann hier nochmal definiert. Was sind diese beiden Mengen, HG und HS? Das sind die Grenzmengen des Versionsraums, Boundary Sets, und es ist vielleicht ein kleines bisschen komplexer, die Definition, aber im Prinzip ganz eingängig und hier durch die Farbgebung vielleicht auch ein bisschen vereinfacht. Wir fordern, dass HG alle Modellfunktionen enthält, die konsistent sind mit der Beispielmenge und für die es keine andere Modellfunktion im gleichen Hypothesenraum gibt, die genereller als, strikt genereller als und konsistent
strikt general ist y und konsistent mit der Beispielmenge ist. Dasselbe analog für die Menge der spezifischsten Hypothesen. Also das heißt hier für den oberen Teil bzw. den unteren Teil des Versionsraums. Wir gehen von spezifisch zu allgemein. Hier ist es jetzt umgekehrt, aber machen Sie sich darüber keine Sorgen. Und eine einfache Repräsentation des Versionsraums steht dann darin, gemäß aller Annahmen, die wir vorher getroffen haben, dass wir einfach nur diese beiden Mengen finden müssen. Die Menge der spezifischsten und die Menge der generellsten Hypothesen. Und dann haben wir alle Hypothesen des Hypothesenraums eingeschlossen und gefunden, de facto, beziehungsweise man kann sie einfach herleiten aus diesen beiden Mengen über die generelle Als-Relation, die im Prinzip den Versionsraum komplett beschreibt. Das heißt, wir brauchen nur diese beiden Mengen finden. Dann haben wir alle Hypothesen gefunden, die konsistent sind. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, wie das geht. Und zwar nehmen wir dafür den Candidate Elimination Algorithmus. Auch hier die Eingabe, eine Menge von Beispielen und die Zielklasse ist weiterhin 0 oder 1, negativ oder positiv. Und die Ausgabe des Algorithmus ist eine Versionsraumrepräsentation von dem Version Space HD, der alle konsistenten Hypothesen beinhaltet und die Repräsentation dieses Versionsraums ist, einfach die beiden Mengen HG und HS, die Boundary Sets. Wir starten mit einer Initialisierung des Algorithmus. Wir wählen für HG die generellste Hypothese und für HS die speziellste Hypothese als Ausgangspunkt. Und dann gehen wir sämtliche Beispiele nacheinander durch, iterativ, und führen in dem Fall zwei Schritte aus. Das ist jetzt hier deutlich informeller aufgeschrieben als bei dem Pseudocode, den Sie vorgesehen haben. Es handelt sich immer noch um Pseudocode, aber Sie müssen schon interpretieren. Es ist jetzt nicht so nah an Programmiersprache, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Vielleicht noch als Hinweis zum Hintergrund. Pseudocode dient nicht dazu, dass man es so eins zu eins implementiert. Pseudocode dient dazu, ein Konzept algorithmisch darzulegen und verhältnismäßig leicht verständlich zu machen. Hier soll außerdem noch Übersicht gewährt werden, indem wir das Ganze hochsprachlich beschreiben. Und es ist in dem Sinne, tut es dem Ganzen keinen Abbruch, weil die hochsprachliche Beschreibung eindeutig ist oder zumindest sein sollte. Das heißt, man kann daraus Programmcode gießen, der sieht aber ein bisschen komplizierter aus und würde vielleicht auch nicht vernünftig auf eine Folie passen und wäre deshalb eher verwirrend. Deswegen wählen wir jetzt diese Darstellung hier. Es ist auch nicht wirklich kompliziert, was da passiert. Wir gehen sämtliche Beispiele durch und für das erste Beispiel schauen wir, ob es positiv ist oder negativ. Wenn es denn positiv ist, dann gibt es hier in den beiden grauen Schritten, ausgegrauten Schritten, Clean-up-Operationen. Wir gehen durch die Menge der generellsten Hypothesen und schmeißen alle raus, die nicht konsistent mit dem Beispiel sind. Und später in der For-Each-Schleife gehen wir dann mehrfach durch die Menge der speziellsten Hypothesen, schmeißen alle heraus, die weniger spezifisch sind als eine bereits in HS existierende Hypothese. Auf diese Weise maintainen wir oder stellen sicher, dass die Grenzen des Versionsraums immer korrekt sind. Dann gehen wir, wenn ein Beispiel positiv ist, durch die speziellsten Hypothesen, weil das am ehesten die sind, die das positive Beispiel ausschließen. Die generellste Hypothese, auch gerade am Ausgangspunkt, macht das ja nicht. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir nur noch spezielle Hypothesen übrig behalten oder speziellste Hypothesen übrig behalten, die das Beispiel weiterhin positiv klassifizieren. Deswegen, gehen wir jetzt HS durch, jede Modellfunktion klein ys in HS wird einzeln betrachtet, wieder iterativ. Und wenn sie nicht konsistent ist mit dem Beispiel, dann wird sie aus HS entfernt. Und alle minimalen Generalisierungen müssen berechnet werden für diese Modellfunktion. Und die werden dann, sofern sie konsistent mit dem Beispiel sind und ähm,
sofern es eine Modellfunktion gibt, die genereller ist in HG als die minimale Generalisierung einer spezielleren Funktion, werden sie HS hinzugefügt. Dasselbe passiert analog mit den negativen Beispielen. Jetzt betrachten wir nicht nur die positiven, sondern wir betrachten auch die negativen Beispiele. Denn wir wollen ja auch die generellere Hypothesen einschränken. Find S sind wir vom spezielleren ausgegangen und, speziell war jetzt immer oben, sind wir vom spezielleren ausgegangen und sind abgestiegen auf die generelleren. Und hier gehen wir sowohl von den speziellen Hypothesen aus und steigen ab zu der Grenze der konsistenten Hypothesen von oben und dann nochmal von unten von der generellsten Hypothese anhand der negativen Beispiele. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor, es ist analog, Sie sehen die Unterschiede. Und ausgegeben werden die beiden Mengen. Auf diese Weise haben wir jetzt den Versionsraum gefunden. Hier nochmal am Beispiel. Also das passt auch oben zu dem Beispiel, das am Anfang der Vorlesung vorgestellt wurde. Wir starten, wie gesagt, mit der generellsten und der speziellsten Hypothese. Wir sehen das erste Beispiel. Passiert dasselbe wie bei Find S. Die speziellste Hypothese klappt nicht mehr. Und das Beispiel, sie muss ausgetauscht werden durch das Beispiel selbst, damit dieses Beispiel akzeptiert wird oder als positiv klassifiziert wird. An der generellen Hypothese ändert sich nichts. Sie klassifiziert das Beispiel bereits als positiv. Sie ist konsistent mit dem Beispiel, um genauer zu sein. Beim zweiten Beispiel, ähnlich oder genauso wie bei Find S, wir tauschen normal durch das Wildcard aus. Beim dritten Beispiel passiert es, das wäre im negativen Beispiel, zum ersten Mal was mit der Menge der generellsten Hypothesen. Anstatt jetzt nur eine Hypothese hinzuzufügen, fügen wir drei hinzu. Man kann sich klar machen, dass es genau die drei sind, die die minimalen Generalisierungen von der generellsten Hypothese sind, die einerseits alle zwei zuvor gesehenen Beispiele noch als positiv klassifizieren, weil sie ja positiv sein sollen, und das dritte Beispiel als negativ. Das heißt, Sie können hier nicht einfach hergehen und zum Beispiel strong, also Fragezeichen, 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 strong und dann nochmal Fragezeichen als weitere Hypothese hinschreiben, weil das positive Beispiele, lassen Sie mich nicht durcheinander kommen. Nein, genau, weil das negative Beispiel X3 als positiv klassifizieren würde. Sie sehen, die drei Beispiele haben hier eine Übereinstimmung bei strong. Deswegen kann das nicht herangezogen werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da können sich die anderen auch klar machen. Und im letzten Schritt sehen wir das nächste positive Beispiel und müssen dann nochmal beide anpassen. Die speziellste Hypothese, genau wie schon gesehen bei Find S, und wir lassen noch eine Hypothese verschwinden aus den generellsten Hypothesen, nämlich die, wo die Vorhersage same ist. Haben wir bis jetzt nicht gesehen, dass bei seiner Vorhersage, dass sich das Wetter ändern möge, wir trotzdem Spaß noch am Surfen haben können. Und das ist jetzt der Versionsraum, den wir eben auch schon illustriert bekommen haben. Wenn wir uns diesen Algorithmus angucken, dann kann man auch darüber diskutieren, sage ich mal. Sie sehen, der Algorithmus ist schlauer, er findet alles. Aber die Frage, die auch eben schon mal gestellt wurde, macht es einen Unterschied, in welcher Reihenfolge ich mir die Beispiele überhaupt angucke? Wir gehen jetzt im Prinzip beim Algorithmus durch die Beispiele durch, so wie sie kommen, so wie sie irgendjemand mal in die Beispielmenge hineingeschrieben hat, anstatt zu fragen, zum Beispiel, aus welchen Beispielen lerne ich denn am meisten? Da kommen wir dann zum Stichwort Active Learning. Drei Fragen gehen wir gleich noch durch auf einzelnen Folien. Wir lernen hier den Versionsraum oder die Repräsentation des Versionsraums. Wir haben de facto nicht alle Hypothesen, wir haben sie definiert, wir können sie ableiten, aber wir haben sie nicht explizit gemacht. Das heißt, wir haben eine Menge von Hypothesen plötzlich. Jede einzelne Hypothese, die im Versionsraum hier drin ist, ist ein Klassifikator. Gemäß unserer
Definition von Modellfunktion, Parameter der Modellfunktion, beziehungsweise dem H, was wir Hypothese nennen. Ist ja alles dasselbe. Das heißt, jede einzelne Hypothese hier ist ein Klassifikator. Wir können sie alle anwenden. Welchen nehmen wir denn jetzt? Da kommen wir, oh, ich bin soweit, da kommen wir dann zum Ensemble, zur Ensemble-Klassifikation. Und zu guter Letzt, ein geflügeltes Wort im Machine Learning ist das Wort Bias, auch dieser Tage ganz speziell. Der Versionsraum ist gebiased. Und was heißt denn jetzt dieser Bias? Hier haben wir zwei Möglichkeiten, Bias reinzubringen, die Repräsentation und die Suchstrategie, beim diesem Algorithmus speziell. Die nächsten beiden Fragen werden, soweit ich das gesehen habe, subsumiert von dem, was jetzt kommt. Deswegen gehen wir einfach zu Active Learning und der Reihenfolge, in der wir Beispiele auswählen. Wenn wir den Algorithmus schlau machen wollen, oder beziehungsweise nein, wenn wir ihn so schnell wie möglich machen wollen, dass er diesen Versionsraum so schnell wie möglich berechnet, dann ist es schlau, Beispiele so auszuwählen, dass wir einen maximalen Lerneffekt erzielen. Den maximalen Lerneffekt erzielen wir dann, wenn der Versionsraum, sei es HS oder HG, aber insgesamt natürlich auch alles, was dazwischen ist, wenn möglichst viele von den nicht konsistenten Hypothesen daraus verschwinden. Also wenn wir die Zahl maximieren der Hypothesen, die nachher nicht mehr Teil des Versionsraums sind, wenn wir das Beispiel dahingehend auswählen, dann lernen wir maximal schnell in diesem Algorithmus. Und das wäre jetzt hier dieses Beispiel X7. Das sorgt dafür, dass drei der Hypothesen erstmal unabhängig davon, ob es sich um ein positives oder ein negatives Beispiel handelt, drei der Hypothesen das Beispiel als positiv klassifizieren und drei klassifizieren als negativ. Wenn wir jetzt einen Menschen fragen würden, also wir könnten dieses Beispiel auch nachträglich konstruieren und nochmal einen Menschen fragen, ist das denn jetzt positiv oder negativ? Daraus würden wir am meisten lernen. Sag uns das nochmal schnell. Wenn das Beispiel positiv ist, dann wird HS spezialisiert. Wenn das Beispiel negativ ist, wird HG spezialisiert. Und der Versionsraum wird halbiert. Sie kennen das aus den Algorithmen. Wenn wir in jedem Schritt es schaffen, den Versionsraum zu halbieren, haben wir eine logarithmische Laufzeit, was gar nicht schlecht ist. Das nächste, Ensembles. Wir haben uns nicht für eine Hypothese entschieden. Der Candidate Elimination Algorithmus gibt uns eine Menge von Hypothesen. Und jetzt stehen wir genau vor dem Dilemma, wählen wir jetzt eine ganz spezifische Hypothese, wie Sie es eben wollten, oder wie Sie es eben vorgeschlagen haben, dass eine gute Idee wäre, oder wählen wir vielleicht eine von den generellsten Hypothesen? Im Information Retrieval sprechen wir dabei von Precision-orientiert versus Recall-orientiert oder auch in der Klassifikation natürlich. Wir wollen möglichst konservativ dafür sorgen, dass wenn etwas richtig klassifiziert ist, es auch wirklich richtig ist. Und dann ist man ein bisschen gezwungen, nach oben in die speziellere Richtung im Hypothesenraum zu gehen. Aber wenn wir sagen wollen, Hauptsache, es wird positiv klassifiziert, wenn es nur irgendwas Positives gibt und mir ist egal, wie viele von den Negativen dann noch als positiv klassifiziert werden, dann muss man eher in die generelle Richtung gehen. Und es gibt keine Regel hierfür. Das hängt von Ihnen ab, das hängt von der Anwendung ab, das hängt davon ab, wie wichtig die Entscheidung ist, wie viele Kosten damit verbunden sind. Deswegen sprechen wir dann später auch immer von Kostenfunktionen, nicht von Fehlerfunktionen. Fehlerfunktionen sind Teil der Kosten, aber Kosten werden verursacht, wenn wir Entscheidungen treffen, die echte Kosten verursachen, anhand von maschinellem Lernen. Deswegen wird von Kosten oder Verlust gesprochen. Ein Weg, diese Entscheidung zu umgehen, und dass wir uns nicht jetzt sagen müssen, jetzt nehmen wir halt die in der Mitte oder ich weiß nicht was, ne, ist einfach, alle Hypothesen anzuwenden. Wir wissen ja, dass sie konsistent sind mit den Beispielen, und wir können ja für jedes bis jetzt ungesehene Beispiel hier 5 bis 8, alle Hypothesen befragen und einfach zählen, wie viele es als positiv klassifizieren und wie viele es als negativ klassifizieren. Machen wir es für das erste Beispiel. 6 von den Hypothesen, also alle, sagen, es ist positiv. Großartig. Viel mehr Konfidenz anhand dieser Lernsituation können wir gar nicht mehr in das Beispiel entwickeln. Zweites Beispiel, Gegenbeispiel, alle sagen negativ. Na dann,
Nehmen wir hin. Ne? Jetzt haben wir hier eine Pattsituation. Beim siebten Beispiel, drei sagen positiv, zwei sagen negativ. Aus dem Beispiel könnte man eine Menge lernen, aber wir wissen halt nicht, was die Realität ist, wie die Person das einschätzen würde. Das war das Beispiel, was wir auf der vorigen Folie hatten. Da haben wir gefragt, jetzt können wir nicht fragen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen oder die dritte Alternative, die man jetzt hier statt einer konkreten Klassifikation aufmachen kann, ist zu sagen, ich weiß nicht. Der Klassifikator kann so eingestellt werden, dass er bei Situationen, wo die Konfidenz nicht sehr hoch ist in die Entscheidung, einfach sagt, weiß ich nicht. Wäre sinnvoll, wenn viele Klassifikatoren das tun würden, aber man ist natürlich manchmal oft in Problemstellungen, wo das einfach nicht geht. Man muss eine Entscheidung treffen und da kommt dann das Problem. Oder wenn es eine leichte Tendenz gibt, jetzt wird es nach Ihrem Gefühl entscheidend, wie viele von Ihnen würden sagen, es ist ein negatives Beispiel. Anhand der Zahlen. Ja, schon ein paar mehr. Ne? Also umgekehrt, Gegenprobe, positives Beispiel. Keiner. Das ist interessant. Also Sie würden sagen, weiß ich nicht. Alles klar, genau. Das wäre die dritte Alternative. Sagen Sie mal, weiß ich nicht. Alles klar, gut. Sie können natürlich, das können Sie jetzt machen, wenn Sie sich vorstellen, in der Nordsee zu surfen und es ist sonnig, aber kalt, normale Luftfeuchtigkeit, starker Wind, warmes Wasser aus irgendeinem Grund und die Vorhersage ändert sich nicht, dann könnte man sich vielleicht doch überlegen, semantisch, weil wir ja Menschen sind und eine Idee davon haben, was es bedeutet, Sport auf dem Wasser zu machen, man könnte meinen, dass der Neoprenanzug vielleicht reicht. Ne? Aber gut. Das ist jetzt, das ist einfach etwas, was der Machine Learner nicht weiß. Hier gibt es keine Dimension, die Neoprenanzug ja oder nein sagt. Hier gibt es keine Dimension, sagt, ob ich den Sport alleine mache oder mit anderen zusammen, was auch großen Einfluss haben kann auf alles mögliche andere. Das bringt uns dann genau zu dem nächsten Problem, des sogenannten induktiven Bias. Und dafür ein einfaches Beispiel. Wir starten mit einem neuen, hier steht additional, aber wir starten mit einem neuen, an einer neuen zwei Beispiele großen Menge an Trainingsbeispielen und die sagen beide ja, der Algorithmus liefert uns als spezifischste die Menge der spezifischsten Hypothesen einfach nur das Fragezeichen, da wo der Unterschied besteht zwischen Sunny und Cloudy und ansonsten die Dimensionen, die alle gleich sind, was bei allen hier der Fall ist und die generellste HGE ist einfach die generellste Hypothese, weil anhand dieser Beispiele kann man nicht viel mehr lernen. Wenn wir jetzt ein neues Beispiel dazu bekommen, das gleich ist zu allen anderen, aber hier regnerisch, dann klappt diese Hypothese nicht mehr, wenn hier die Antwort nein ist. Sie akzeptiert, sie klassifiziert dieses Beispiel als positiv. Und das ist falsch. Und wenn wir nach der Menge der konsistenten Hypothesen im Hypothesenraum suchen, dann landen wir jetzt bei unserem Widerspruch, der eben auch schon angemerkt wurde. Es gibt keine. Und das führt uns dann genau zu dem Punkt des induktiven Bias. Welche Annahmen liegen dem Lernverfahren zugrunde? Welchen Annahmen liegen der Repräsentation, die wir gewählt haben, zugrunde? Sind diese sechs Dimensionen ausreichend, um diese Entscheidung zu treffen? Brauchen wir vielleicht noch mehr, um diese Beispiele doch voneinander unterscheiden zu können mit einer anderen Hypothese? Oder wenn wir auf den Algorithmus schauen, könnten wir auch sagen, eine Konjunktion dieser sechs Features mit spezifischen Werten, so wie hier in dieser Hypothese zu sehen, ist unzureichend und wir könnten das problemlos erledigen, das Problem, indem wir diese Hypothesen hier aufstellen. Für die positiven Beispiele gilt Sunny oder Cloudy. Und alles andere ist jetzt der einfache Teil mal egal, aber wir können auch hier natürlich die konkreten Werte einsetzen. Während das negative Beispiel, was Sie jetzt hier sehen, durch diese neue Art von Hypothese, die hier zwei Konjunktionen mit oder verknüpft, als negativ klassifiziert würde. Das könnten wir lernen. Es gibt keinen Grund oder keinen niemanden, der verhindert, dass wir komplexere Modellfunktionen aufstellen und nicht nur solche, wie sie hier zu sehen sind oder wie sie bis jetzt zu sehen waren. Mit einer Ausnahme.
wir wollen den induktiven Bias nicht verlieren. Und jetzt vielleicht nochmal zum Begriff des induktiven Bias. Sind die Lernstrategie, die Annahmen, die in das Lernverfahren einfließen. Und diese Annahmen betreffen jetzt in unserem Fall den Feature-Raum gegebenenfalls oder im Fall des Algorithmus die Strategie, mit der der Algorithmus nach den Hypothesen sucht. Das heißt Inductive Bias. Also sind die Annahmen, die wir a priori machen, um zu lernen. Wir könnten hypothetisch jede mögliche Hypothese lernen. Und um das zu erfassen, was bedeutet jede mögliche Hypothese, müssen wir uns anschauen, die Beispiele bzw. die Beispielrepräsentation. Und jede Teilmenge der Beispiele x, hier durch das Powerset ausgedrückt, jede Teilmenge kann eine Hypothese sein. Und mithilfe der Logik ist es kein Problem, aus einer gegebenen Menge eine bestimmte Teilmenge auszuwählen, wenn man die Formel nur kompliziert genug macht. Die Zahl der Hypothesen, die in diesem Raum, wenn wir diesen Raum annehmen, hier vorliegen, ist 2 hoch x, das heißt 2 hoch die Anzahl der Beispiele. Jede Teilmenge von Beispielen könnte eine Hypothese sein. Und die Krux, die jetzt kommt, ist, wenn wir einen Lernalgorithmus, also wenn wir so rigoros sind und sagen, weil wir wollen keine Fehler machen, weil wir wollen so wenig wie möglich Fehler machen und machen deshalb unseren Hypothesenraum größer, indem wir die Modellfunktion anpassen und komplizierter machen, dann wird es irgendwann an einen Punkt geraten, wo der induktive Bias, wie in diesem Extremfall hier, verschwindet und der Algorithmus einfach nur sagt, alle Hypothesen sind gleich wahrscheinlich. Und der Candidate Elimination auf einem hypothetischen Hypothesenraum wie dem hier würde einfach die Beispiele auswendig lernen. Und dann aber seine Funktion nicht erfüllen. Die Modellfunktion würde ihre Funktion, die wir von ihr erwarten im Machine Learning Lernen, nicht erfüllen. Weil alle ungesehenen Beispiele können nicht entschieden werden. Das liegt daran, dass die Hypothese ausschließlich die positiven Beispiele einschließt und die negativen ausschließt, aber nichts über andere Beispiele aussagt. Das heißt, wenn wir etwas lernen wollen, kommen wir ohne Bias nicht aus. Und der Bias ist jetzt hier zu finden, in der Art und Weise, wie wir lernen im Candidate Elimination Algorithmus und auch bei Find S, das ist bei beiden dieselbe Annahme, die reingeht. Es existiert eine Hypothese im Hypothesenraum, den wir gewählt haben, in der einfachen Modellfunktion, die nur aus einer Konjunktion von Feature-Wertpaaren besteht. Das ist die erste induktive Annahme, die wir von vornherein in den Algorithmus reingesteckt haben. Und die zweite ist, nun, wenn man jetzt die Frage beantworten möchte, welcher Algorithmus Find S oder Candidate Elimination hat einen höheren induktiven Bias? Also bei wem treffen wir machen wir stärkere Annahmen, na, dann ist es Find S insofern, als dass wir bei Find S sogar nur sagen, alle Beispiele, die von meiner speziellsten Hypothese nicht als positiv klassifiziert werden, sind negativ. Also wir gehen ja nur von einer Seite in den Hypothesenraum rein, in diesem Beispiel. Der Begriff des induktiven Bias bezieht sich nicht nur auf diese Art von Lernsettings, bezieht sich auf alle Lernsettings. Ohne Bias kein Lernen. Ohne Bias nur auswendig lernen. Und Sie können das von sich selbst, wenn Sie nur auswendig lernen, aber nicht generalisieren, keine Regeln ableiten, dann werden Sie mit unbekannten Situationen nicht zurechtkommen. Wohingegen es eigentlich tägliche gelebte Praxis ist, anhand der Beispiele, die man schon gesehen hat, eine Regel aufzustellen im Kopf und diese Regel dann vielleicht sogar zu übertragen auf andere ähnliche Probleme und zu schauen, ob es da nicht auch funktioniert. Im Prinzip auch einer der wesentlichen Punkte, die in der Informatik an allen Ecken und Enden stattfindet. Wir nehmen irgendeine Methode, gucken, ob sie nicht auch woanders funktioniert.